Hallo alle zusammen! Heute gibt es wieder ein neues Video zu unserer Playlist Sex ABC. Der Begriff für heute befindet sich wie immer in diesem kleinen Kästchen und wir schauen mal, was da so für euch drin ist. Wir sind heute beim Buchstaben S und haben da den Begriff Stealthing. Was das genau ist, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit, macht es euch gemütlich und los geht's! Der Begriff leitet sich von dem englischen Wort Stealth ab und bedeutet auf Deutsch übersetzt so viel wie List, Verstohlenheit oder Heimlichtuerei. Man merkt also, der Begriff drückt schon etwas aus, was man heimlich macht. In diesem Fall geht es darum, dass Sexualpartner während des Geschlechtsverkehrs das Kondom abziehen, ohne dass die anderen SexualpartnerInnen damit einverstanden sind. Ab diesem Zeitpunkt findet unter anderem kein safer Sex mehr statt. Das heißt, die Möglichkeit, sich mit sexuell übertragbaren Infektionen anzustecken oder einer ungewollten Schwangerschaft besteht. Zusätzlich findet dann auch kein einvernehmlicher Sex mehr statt. Es handelt sich dann nämlich um eine Straftat. Das Allerwichtigste beim Sex ist, dass alle Beteiligten mit dem einverstanden sind, was dort passiert. Wenn ihr also geschützten Sex zugestimmt habt, ist es nicht in Ordnung, wenn Sexualpartner dann einfach das Kondom ohne eure Zustimmung abziehen. Sollte euch so etwas passiert sein und das bei euch ein ungutes Gefühl hinterlassen, dann sind diese Gefühle absolut berechtigt. Fragen wie zum Beispiel, naja, aber ich habe dem Sex ja zugestimmt, können dann bei euch auftreten. Habt ihr vielleicht auch, aber ihr habt nicht ungeschützten Sex zugestimmt. Das bedeutet, das, was euch da passiert ist, ist absolut nicht in Ordnung, sondern eine Straftat. Ihr könnt gerne zu uns kommen und euch diesbezüglich beraten lassen. Wichtig ist aber auch zu schauen, dass man sich eventuell mit sexuell übertragbaren Infektionen angesteckt haben könnte. Testmöglichkeiten in eurer Nähe findet ihr unter folgendem Link, blenden wir euch hier unten ein.